So, hallo und willkommen zu einem Liquid Aroma Review. Hat es ja schon lange nicht mehr gegeben auf meinem Kanal. Beziehungsweise ihr habt schon länger keins mehr gemacht, aber es sind immer wieder welche gekommen. Und diesmal testen wir von Bang Choice des Oktober. Gucken wir mal, wie das schmeckt. Ob es mir gefällt. Den am Intro. So, also ich habe das hier im GTA 4 drin auf meiner Fusch DL und ich habe das hier MTL im BEF 4.5 drin. Und dann testen wir mal das Oktober und Bang Choice. Und das schmeckt tatsächlich wie ein Radler. Das ist der Hammer. Also DL. Auf jeden Fall ein Aroma, was man geschmacklich empfehlen kann. Schmeckt echt wie ein Radler. Das ist ja auch ein Radler hier abgebildet. Also es soll auch nach Radler schmecken, man schmeckt so die Würze, im Hopfen ist das glaub ich. Mal gerade mal gucken, was denn Bang Choice schreibt. Die frische, mild gehopften Bier. Also ist auf jeden Fall Bier mit drin und so, ja, so ein Zitronensprudel, wie Radler. DL kommt das Ganze auf jeden Fall etwas besser zur Geltung. Aber auch MTL finde ich das echt. So Abwechslung, mal ein richtig gutes Aroma. Nur leider der Preis, der ist nicht ganz so günstig. Wir kriegen hier so eine 60 ml Flasche, das sind ich glaube 15 ml Aroma drin. Guck, ob ich hier auf der Internetseite sehe. 15 ml Aroma drin. Das heißt, der Rest auffülle mit Base und Nikotinshot. Und dann haben wir einen Preis von 9,90 Euro. Ich finde es nicht teuer, aber auch nicht günstig. Also es gibt wesentlich günstigere Aromen und es gibt aber auch wesentlich teure Aromen. Geschmacklich kann ich es empfehlen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, ist gerade so. Weil ich habe, glaube ich, unten in der Videobeschreibung ist ein Code drin, da kriege ich da 10% Rabatt. Der war, oh, ich weiß den Code nicht mehr, total vergessen. Also 10% können oder sparen, ihr könnt 1 Euro sparen, dann kriegt ihr das von 9 Euro statt von 10 Euro. Müsst ihr mal in der Videobeschreibung gucken, ich glaube, da ist ein Link drin. Ja, wie gesagt, Preis-Leistung nicht das Beste, geschmacklich echte Bombe. Schmeckt 1 zu 1 wie Radler. Mehr kann ich dazu jetzt sagen. Ich sag mal danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.